Liebe Freunde, wie erging es euch heute an diesem wunderbaren Tag? Ich bin natürlich euer I only love all Asian ladies love Giants. So langsam, aber sicher kehrt ja der Frühling ein, beziehungsweise wenn dieser Part hier online kommt, dann wird der Frühling wahrscheinlich mittlerweile schon nicht mehr nur vor der Tür stehen, sondern schon eingetroffen sein. Und ja, ich hoffe, ihr seid wunderbar vorbereitet für die heutige Session. Ich hoffe, ihr habt ein paar Chips und ein kühles Kaltgetränk, ja. Ein kühles Erfrischungsgetränk bei euch. Wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr mir auch übrigens gerne eine Runde Mitleid ausgeben, denn momentan habe ich kein Internet. Das heißt, Tier Online ist, ja, sie sind ihrem Namen wieder mal nicht gerecht geworden. Momentan ist es bei mir T-Offline und, aber dennoch hindert mich das natürlich nicht daran, hier weiterhin fleißig aufzunehmen, denn Dead Light ist ja zum Glück ein Game, für das man keine Online-Verbindung braucht. Von daher, wunderbare Voraussetzung auf jeden Fall hier. Ich habe übrigens vorher, in einer nicht allzu weiten, nicht allzu fernen Zeit und Galaxie habe ich nämlich vor 2 Tagen ungefähr, als Internet noch ging, als T-Online tatsächlich noch online war, da habe ich mal nachgeschaut bei Vash und habe ich ja schon erzählt in der ersten Session und habe ich mal geschaut, wie viele Parts er letzten Endes hochgeladen hat und wo wir momentan quasi jetzt hier so stehen. Und anscheinend haben wir die Hälfte des Games mittlerweile schon geschafft. Das heißt, das könnte eventuell schon die letzte Session heute werden. Allerdings muss man ja mit einberechnen, dass ich verdammt schlecht in Videogames bin. Und deswegen brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar mehr Parts. Also es könnte sein, dass es die letzte Session ist, aber ich würde mein Geld nicht darauf verwetten. So, wir machen Continue, damit wir genau da einsteigen können, wo wir das letzte Mal hier eben letzten Endes aufgehört haben, logischerweise. Das ist bei Continue normalerweise so der Fall. Here it is. Take a look at the photograph. It won't be difficult to recognize the son of the rat, but be careful with the other men. The living are just as dangerous as the dead. Ja, das habe ich auch schon mal irgendwo gehört. So. Was? Wir können. Moment, Steuerung erstmal wieder. Ja, kennst du Wayne oder seine Schwester Esther? So. Schauen. Okay, das war ein L, nicht R. Das war R2 für Sprinten. Alles klar, gut. Zumindest weiß ich noch, wie man zielt. Das ist schon mal ein Anfang, definitiv. Und ich glaube auch ein sehr wichtiger. Oh, übrigens, da unten sehe ich gerade. Also das Teil da unten übrigens, direkt unter uns, mit diesem X. X marks the spot. Da müssen wir wahrscheinlich noch mit unserer Steinschleuder drauf. Ah! Da irgendwas hinbekommen. Ist das da eine Planke, auf die wir drauf springen können? Das könnte gut möglich sein. Trial and Error-Prinzip hier. Aber zumindest gelten hier die alten GTA-Regeln, dass der Protagonist nicht schwimmen kann. Macht ihn zumindest auf jeden Fall sympathisch. So. Geht doch. Gut. Was haben wir denn hier? Lass mal sehen. Diese Drawings sind different from the previous ones. They describe the bombings that affected the city at the beginning of the epidemic. Bombings? Okay, war anscheinend Bombenstimmung vorher in der Stadt. So, hier haben wir auf jeden Fall eine Leiter, wie ich gerade hier sehe. Ob wir da rankommen? Ja, natürlich kommen wir da ran. Sehr gut. Aber wozu ist dann die X-Markierung da auf der anderen Seite? Das ist noch ein kleines Unsolved Mystery is going down in history. Ah, guck mal einer staunen. Jetzt können wir da auch ohne Probleme da runter. Na, nein, lass mal los, Junge. Lass mal, man muss auch loslassen können. Ich habe jetzt L1 sprinten und nicht L2, ich Vollidiot. So, runter. Na? Nee, das. Genau. So sollst du es machen, genau. Und dafür brauchen wir höchstwahrscheinlich jetzt auch wieder die Steinschleuder. Oh, da ist ein Saumsaum übrigens da unten. Hello, Kollege. Können wir den vielleicht mal stoned machen oder so? Das scheint nicht ganz zu klappen. Naja, okay. Die Leiter ist zumindest runtergekommen. Das heißt, wir können da jetzt ohne Probleme an unserem kleinen fleischfressenden Freund vorbei. Kann man das nochmal irgendwie aktivieren? Wahrscheinlich tut es sich sonst nichts, ne. Sieht nicht so aus. Okay. Na gut, zumindest hat es nichts gegen uns gebracht. Weil wir sind dann ein bisschen wie Catman. Escape like a cat. Ja, gut, dass ich auf 800x600 geschaltet habe bei dem Game. Vor allem bei so einer großen Ansicht. When the epidemic spread to Seattle, the people made a stand, tried to fight. Many died, and then returned to consume the few that didn't. Then the military tried to fight back at the shadows. Look around and see how that ended. Wieso hat er jetzt nochmal gezielt? Ich wollte nicht, dass er zielt, ich wollte, dass er rennt. So, jetzt. Okay, das dachte ich nicht, dass es klappt.
Hoch da mit uns. Oh, das schwingt so leicht mit, ne? Moment. Momentchen da, Freund. Wie? Nach unten und springen klappt irgendwie nicht. Lach mich nicht aus deswegen, Junge. Der weiß es sicherlich auch nicht. So, das hier muss kaputt gemacht werden. So viel ist schon mal klar. Die Frage ist nur, wie wir das hinkriegen. Moment, erstmal hier ein paar Buttons ausprobieren. Ja, das war das. R2 war gar nichts momentan. Okay. Okay, erstmal wieder mit der Steuerung vertraut machen. So, können wir da... Moment. Können wir da irgendwie runter? Ja, können wir. Würde ich ihm allerdings nicht raten. Aber gut, mit Kreis kann man zumindest sich fallen lassen. Das ist schon mal gut zu wissen. Irgendwas ist vielleicht in diesem Container drin. Oh, Moment. Ne, da können wir nichts aktivieren damit. Ich habe da zumindest in der Mitte da unten übrigens in dieser Röhre da einen Saumsaum gesehen, aber... Zurückkommen war auch nicht. Das heißt, irgendwas müssen wir da, glaube ich, aktivieren. Da schauen wir doch mal genauer hin hier, würde ich sagen. Ne? Aber ich sehe zumindest jetzt hier gerade nichts. Auch nichts, was irgendwie aufpoppt oder glänzt oder irgendwie so. Ich kann sagen, wenn es einfach so ist, dann wäre ich ein bisschen enttäuscht. Natürlich der Giant wieder. Hier oben, man kann hier wieder zurück und hier oben kann man dieses Ding da anschießen. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. So. Die Frage ist, ob wir das jetzt nochmal betätigen müssen. Anscheinend schon. Also das Ding da muss man anschießen. Dann kommt das Ding hier zurückgefahren und dann machen wir uns da drauf. Genau. So, da müssen wir wahrscheinlich... Nein, ich dachte gerade Walljumpen, aber hier haben wir ja wunderbar etwas, wo wir uns hochhangeln können. Ich hätte das auf 1420x768 zocken sollen, weil es gehen einem ein paar Details hier, wenn man das nur auf 800x600 spielt. Something is blocking the machinery. Können wir darüber? Ja. Okay. Ist auch mal so ein bisschen Trial and Error, um zu sehen. And what about these soldiers? The new law. Oh, man. I told you, when times change, men must change. We all make choices, Mr. Wayne. In chaos, some choose to show the best sides of themselves. Others, the worst. You must hurry. I worry for the safety of my son. And the ones you care for, too. Care about. So, und auch da mit uns. Haben wir hier oben was? Oh, Moment. Müssen wir ein bisschen Trickshot hier arbeiten. Und bam! Aha. Okay. Ja. Fucking Trolling hier, ey. Ohne Scheiß. Ja, okay. Zumindest wissen wir, was das macht. Das heißt, das sollten wir eventuell nicht einsetzen. Wenn wir... Hä? Das war doch Sprinten. Oder war es L2 jetzt? Bin ja komplett konfus gerade. Ach, R1, oder was? Was haben wir hier? Secret found. Also ein Secret war es ja eigentlich nicht, ne? Wenn man weiß, wie man hier reinkommt, heißt das. So. Rapper. Okay, mal merken, R1 ist Sprinten. Das ist nicht schlecht, wenn man sich das, glaube ich, einprägt so ein bisschen. Whoop. Und dann direkt gleich hier rüber mit uns. Gar keine Zeit verstreichen lassen. Und, achso, ja genau, hier müssen wir ja zack und zack. Was auch immer das da unten dann bringt. Aber ich glaube, es geht alles hier um dieses komische Gerätchen hier. Some choose to show the best sides of themselves. Ich hasse diese Fallen. Echt schlimm. Ich hoffe, wir haben da oben einen Checkpoint. Wäre nicht schlecht zumindest. Für das Allgemeinbefinden. Okay.
Dann müssen wir wahrscheinlich kurz vorher noch eine kleine Rolle machen. Reicht's? Ich wollte gerade schauen, weil, ne, wenn wir nach links jetzt fahren, könnte es ja sein, dass wir uns ducken, dass wir dann nochmal durchkommen.